Hallo meine lieben Zuschauer, ich begrüße euch ganz herzlich zu etwas komplett Neuem auf meinem Kanal. Ja, etwas ganz, ganz Innovatives. Eigentlich ist es genau dasselbe wie Let's Plays, aber pst, sagt das keinem. Nein, was ist das Ganze? E-Shop-Hock. Hört sich im Moment ziemlich beschissen an. Ja, das ist eine Wortkreation, die habe ich mir in wenigen Sekunden ausgedacht, deswegen ist das nicht so wichtig. Das ist ja nur Mittel zum Zweck. Im Grunde genommen werde ich in diesem Format einfach pro Folge mir eine Demo aus dem E-Shop laden. Und werde sie dann spielen. Wie lang das sein wird, das hängt davon ab, wie weit es dazu kommt, dass ich mir das Leben nehmen möchte. Das hängt immer vom Spiel ab und von meiner derzeitigen Gemütslage. Aber im Grunde genommen ist es einfach nur so ein bisschen gucken, was hat der E-Shop so für Demos und warum hat er diese Demos und warum wurden sie noch nicht gelöscht oder warum wurden sie auf die Menschheit losgelassen. Je nachdem. Also, ja, das ist auch schon das ganze Konzept. Mehr gibt es da momentan nicht so zu sagen. Und ich habe mir für die Premiere-Folge ein wunderbares Spiel ausgesucht, was ich schon mal getestet hatte in meiner Skype-Konfi. Nämlich Nintendo präsentiert New Style Boutique Fashion Contest. Allein der Titel ist relativ kurz. Der ist kurz und einprägsam. Den kann man sich sehr leicht merken. Deswegen, ja, werden wir uns das mal angucken. Ich habe nur noch 29 Software-Starts. Das ist leider recht tragisch. Aber natürlich stellt man sich die Frage, braucht man so ein Spiel überhaupt? Hat das irgendeinen Mehrwert? Das werden wir hoffentlich heute herausfinden. Und deswegen würde ich sagen, starten wir das Ganze einfach mal. Es ist zum Glück nur eine Demo, die nicht so lange geht, deswegen wird uns das nicht lange belästigen. Aber wir gucken uns das jetzt einfach mal an. Ich starte jetzt einfach mal. Ja, ja, ich habe nur noch 29 Starts, ist mir vollkommen wurscht. So. Im Grunde genommen finde ich ja schon den Titel interessant, ne? Nintendo präsentiert. Das ist so nach dem Motto, sonst wird das Spiel wahrscheinlich keiner kaufen, deswegen lassen wir mal Nintendo das Spiel präsentieren, dann ist es sofort aufgewertet. Und man muss dazu sagen, das Spiel hatte einen Vorgänger. Das heißt, es hat wohl irgendeine Rechtfertigung dafür gegeben, dass es davon einen Nachfolger geben sollte. Wie auch immer. So, direkt großartige Fahrstuhlmusik. Und ja, wir starten direkt mal. Und wir müssen die Währung auswählen. Also da ist es, ich glaube, das ist relativ wurscht. Damit wir so ein bisschen, ich kenne mich jetzt mit Dollar und Pfund jetzt nicht so aus, deswegen nehmen wir Euro. Und das ist, glaube ich, unsere Lehrerin, die Chloe. Hallo, ich habe dich schon erwartet. Willkommen in der Fashion Arena. Hier werden Träume wahr. Albträume wohl eher, aber gut. Bei einigen Worten wird mit Buch angezeigt. Berühre Fashion ABC, um ihre Bedeutung zu sehen. Das Fashion ABC, das könnte ich sowieso mal auswendig lernen. Das ist ja voll wichtig heutzutage, ne, in der heutigen Gesellschaft. Da muss man sowas ja wissen. Eigentlich ja nicht, aber gut. So. Fashion Arena. Hier finden Contests statt. Eine riesige Halle mit Laufstegbühne, Backstage-Bereich und einer großzügigen Zuschauertribüne. Die Fashion Arena öffnet ihre Tore jeden Abend. Ich glaube, die werden wir in der Demo leider noch nicht besuchen können. Schade eigentlich, aber so ist das nun mal. So. Keine Sorge, für Details haben wir später noch Zeit. Ich erkläre dir das Wichtigste zuerst. Damit es hier überhaupt losgeht, musst du dich für einen Contest anmelden. Hier entlang, ich zeige dir den Weg. Ja, und wir dachten, Germany's Next Topmodel ist schlimm, ne? Ja. Heute werdet ihr eines Besseren belehrt, ich sag's euch. So, heutiges Thema. Quietschvergnügte gute Laune. Ein poppiges Outfit für jede Party. Ja, das ist doch wie für mich gemacht. In diesem Sinne teilnehmen. Ich glaube, einen anderen Contest können wir sowieso nicht auswählen, weil da sind wir noch nicht gut genug für. Super, deine Anmeldung hat ja richtig gut geklappt. So, jetzt musst du dir erstmal ein Model aussuchen. Wer sonst könnte dein Outfit besser auf dem Laufsteg präsentieren? Vertrau mir, dein Model ist deine wichtigste Verbündete. Dir stehen übrigens insgesamt 4 Mädchen zur Wahl. Ja, die Qual der Wahl auch hier. Wähle einfach das Model aus, von dem du denkst, dass es das Thema am besten repräsentieren kann. Wir haben hier viele junge aufstrebende Models, die von einer großen Karriere im Modebusiness träumen. Ich bin mir aber sicher, dass sie alle ihre Bestes geben, also kein Grund nervös zu sein. Wenn du mit deinem Outfit zufrieden bist, musst du noch das passende Make-up und Hairstyling aussuchen. Okay. Sobald du mit den Vorbereitungen fertig bist, kann die Show beginnen. So, jetzt können wir auch schon... Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist Bea. Ich liebe es, alle Blicke anzuziehen, deshalb bin ich das geborene Model. Die erinnert mich sehr stark an Alice aus Alice Madness Returns. Nur mir fehlt da noch so ein bisschen die Madness. Aber gut. Die möchte ich eigentlich nicht nehmen. Die sieht so ein bisschen aus wie eine creepy Stalkerin. Jetzt ein bisschen was Janere-mäßiges. Aber gut. Gehen wir ein bisschen weiter. Wir haben noch Ella. Und Ella, ich trainiere täglich mit Tischtennis für den Laufsteg. Beinarbeit, Baby! Ja, nein. Gut. Ich bin einfach nur ein super duper mega... Weg. Trude. Ich bin schon als Kleinkind grazil bei Tische stolziert, ehrlich wahr.
Ja, das ist Kindererziehung, ne, so läuft das. Wahrscheinlich während des Essens dann über den Tisch stolziert. Ich guckte aber auch so ein bisschen irgendwie jetzt, oh, eigentlich will ich das gar nicht, eigentlich will ich hier weg. Was soll ich hier eigentlich? Oh, ich weiß nicht, hier sind irgendwie alle, tut mir leid, dass ich das sagen muss, hier sind irgendwie alle scheiße, oder? Egal, wir nehmen, Tischtennis ist ja, ich mag ja Tischtennis eigentlich. Einfach für dieses Beinarbeit-Baby, nee, das, nee. Wisst ihr was, ich nehme jetzt einfach Alice aus Madness Returns, so, fertig. Die, ich weiß nicht, ob die das poppige Outfit super repräsentieren kann, aber, hi, danke, dass du mich ausgewählt hast. Mit mir kannst du nur gewinnen, verlass dich drauf. Wie lautet denn das heutige Thema? Quietschvergnügte gute Laune, ein poppiges Outfit für jede Party. Klingt gut. Dazu kann ich dir sogar einen kleinen Tipp geben. Pass auf. Das Tolle an Innern und Tops ist, dass man sie übereinander tragen kann. Wenn du es schaffst, zwei Teile zu finden, die gut zusammenpassen, wird dein Outfit bestimmt super. Alles klar, dann lass uns loslegen. Oh Gott. Gibt es wirklich Leute, die solche Spiele gerne spielen? Ich überlege mir gerade, was ist die Zielgruppe für diese Art von Spielen? Ich schätze mal so, das ist ja so die Kategorie 10, ab 10 Jahre bis, na, vielleicht sogar noch jünger, ich weiß es nicht. Das ist ja wirklich so ein Spiel für die jüngere Mädchen-Zielgruppe, ne? Aber wer spielt sowas? Erzählt mir das bitte. Vielleicht spielt das ja jemand von euch, das würde ich gerne mal wissen. So, okay, wir müssen uns ein Outfit zusammenstellen. Ja, ich weiß ja nicht, ich finde den Bademantel, der passt schon ganz gut zum Thema. Okay, was wollen wir denn? Wir wollen auf jeden Fall ein poppiges Outfit für jede Party. Fangen wir mal mit dem Inner an. Inner, einfach schon dieser Begriff gerade. Gut, was sieht denn gut aus für ein poppiges Outfit für jede Party? Anker? Oh Gott, das sieht so schrecklich. Wähle weitere Artikel, bis du mit dem Preis. Ja, das ist sowieso großartig. Wir müssen gar nicht auf den Preis achten, ne? Wir können uns einfach... Alles hat irgendwie einen Preis. Oh ja, 176 Euro. Das ist ja ein Schnäppchen. Wir könnten jetzt theoretisch davon ausgehen, dass wir einfach das teuerste Outfit nehmen und dann sagen, wir sind hier die übelst dekadente Bitch und machen einen auf dicke Hose, aber ich glaube, das funktioniert in dem Spiel nicht. In diesem Sinne müssen wir schon irgendwie gucken, dass wir das Ganze ein bisschen... oh Gott, ich habe irgendwie das Gefühl, dass mich dieses Spiel auf die falsche Seite treibt, aber gut. Blumen-China-Top, T-Shirt-Vinyl, nein, komm, wir gehen das Ganze jetzt mal ernsthaft an, ohne irgendwie das ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen, sowas würde ich ja niemals tun. Nein, in diesem Sinne, was sieht denn ganz gut aus? Ich würde sagen, ein Diamant, ein noch nicht geschliffener Diamant, ne, kommt auf die Party und zieht dann sofort alle Blicke auf sich. So, das Top ist ebenfalls, ach, das tragen wir schon als Inner. Ach, man kann dabei ja variieren, diese großen Gameplay-technischen Möglichkeiten in diesem Spiel. Ich bin ja fasziniert. In diesem Sinne, das sieht irgendwie komisch aus. Wir gucken jetzt einfach mal alles uns ein bisschen an. Ich finde es auch gut, dass bei dem Spiel darauf geachtet wird, dass man kleinen Mädchen Werte vermittelt, ne? Dass man sofort sagt, hier, die Sachen sind teuer, kannst dir sofort alles kaufen, weil du bist ja reich, ne? Das finde ich super, dass sie sich da Mühe gegeben haben. Matrosenshirt. Ich habe doch keine Ahnung. Was trägt man auf einer Party? Hier, Kirschen. Nee, das sieht irgendwie, weiß nicht, das sieht irgendwie nicht so. Das vielleicht? Warum nicht? So, das Outer. Okay. Man trägt... Ja, das finde ich sehr gut. Das ist der Teddybär-Hoodie. Genau, das trägt man auf Partys. Nee, glaube ich eher nicht. Das trägt man eher auf Kindergeburtstagen oder so. Das hier vielleicht. Jacke mit Karomuster. Sie ist teuer, also muss sie gut sein. Das sieht so ein bisschen aus, als ob ich gerade so ein bisschen von der, als ob ich gerade gestrandet bin auf so einem, auf einer Insel und die Rettungsweste gerade angezogen habe. Ne? Das hat irgendwie so ein bisschen was davon, aber das ist ja nicht das Thema. Das Kunstpelz, nee. Oh, ich kann mir nicht entscheiden, so viel Auswahl. Und das muss ja auch noch zusammenpassen hier. Vielleicht das? Nee. Das Marzipan Sky. Nee, das sieht viel zu edel aus, glaube ich. Die kurze Knöpfweste. Machen wir das, ne? Wir sind einfach leicht zu haben. Zumindest sieht das jetzt im Moment so aus. Ja, ja. Im Moment könnte diese... Ja, diese Person könnte momentan sehr gut auf der anderen Straße in Bochum verweilen. Ach, lassen wir das. So. Hose. Jetzt wollen wir noch eine tolle Hose. Eine Trainingshose, die ist sehr gut für eine Party, für jede Party geeignet. Ach so, ja gut, wir können natürlich nicht einen Rock. Die Trainingshose finde ich sehr gut. So, dann Kleid-Einteiler. Ja, vielleicht hier noch irgendwie... Also, wenn man den Ho... Das kann man aber nicht... Das probiere ich jetzt nicht. Das ist mir jetzt irgendwie zu... Vielleicht das... Was ist das denn?
Okay. Nein. Wir brauchen jetzt irgendwas. Ach komm, kein Kleid. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine Hose. Die Jogginghose, so, das ist schon das perfekte Party-Outfit, ne? So kommen wir immer gut an. Jetzt noch eine Tasche. Am besten die teuerste, damit wir richtig auf die Kacke hauen. Hier, genau. Die Hobotasche Eisbär. Hobotasche. Das lasse ich mal unkommentiert. Oder die Tasche mit Logo. Die schicke Bowlingtasche. Gestreifter Boston Bag. Oder. Ich weiß nicht, irgendwie alles nicht so toll. Wir nehmen jetzt einfach das Teuerste. Weil wir müssen ja wirklich klotzen statt kleckern auf der Party. Damit wir gesehen werden. Das heißt ja, ne, gesehen werden. Dann auch. Das sieht aus wie so ein Picknick. Ich wollte gerade sagen, es sieht aus wie ein Picknickkorb. Es ist auch ein Picknickkorb. Das kommt bestimmt immer gut an auf der Party. Deswegen, das lassen wir mal so. Dann noch eine Golfmütze. Genau. Passt. Sehr gut. Oh, die Sternbrille. Oh ja, die wollen wir. Dann eine Halskette. Am besten eine für. Ja, 248 Euro klingt gut. Ja, das klingt gut. Halskette, Silber, 248 Euro. Wir sind bei 500 Euro für ein Outfit. Genau, da können wir mir eigentlich schon einen PC von kaufen. Aber gut, die Prioritäten sind anders. Vor allem bei Models. Ja, das vielleicht noch. Das sieht so ein bisschen clownsmäßig aus. Also, ich glaube, wenn ich dieser Frau begegnen würde, auf einer Straße, ich würde so schnell es geht das Weiteste suchen. Also. Stulpen. Ja, warum nicht? Nee, lieber nicht. Schuhe brauchen wir noch. Haben wir hier noch so. Ach, wir haben hier noch so Nuttenstiefel. Nehmen wir die noch? Okay. Wunderbar. Das ist doch ein wunderbares Party-Outfit. Das ist poppig, so wie wir es wollen. In diesem Sinne würde ich sagen, das lassen wir so. Ja, kann man so stehen lassen. Ich glaube, jeder wird neidisch sein. In diesem Sinne okay. Allein schon diese Brille, ja. Damit bin ich der Attention-Magnet schlechthin. So, jetzt brauchen wir aber noch einen neuen Haarschnitt. Irgendwie irgendwas. Was? Das ist sowieso großartig, ne? 262 Euro für einen Haarschnitt. In welcher Welt leben wir eigentlich? Könnt ihr mir das mal sagen? Aber gut, das ist ja halt hier, ne? Nintendo präsentiert New Style Boutique. Ich habe irgendwie einen besseren Namen für das Spiel. Wisst ihr, was besser wäre? Nintendo distanziert sich von New Style Boutique. Das wäre, glaube ich, besser. Ob Nintendo davon weiß, ich weiß es nicht. So, ja, nee, ich will auf jeden Fall lange Haare. Kurze Haare sind eher nicht so mein Fall. In diesem Sinne. Nee. Wobei, na, das ist mir irgendwie zu verspielt, ne? Oder wie sagt man? So, Schulterlocken? Nee. Wellen? Das haben wir gehabt. Udangos? Dango, Dango. Nee, das war was anderes. Long Bob. Long Bob. Und Long John Silver. Der klassische Long Bob. Gott, das ist so nicht meine Welt. Das ist so nicht meine Welt. Was es da nicht alles gibt? Weil es sieht irgendwie alles mäßig aus. Ausgedünnt. Nein. Ich will wieder zu lang. Hier, wir nehmen jetzt das. Nee, das gefällt mir irgendwie nicht so. Wisst ihr was? Wir bleiben einfach dabei. Können wir irgendwie noch eine Haarfarbe bestimmen? Ja, können wir noch. Natürlich machen wir jetzt hier Strähnchen rein. Am besten hier Giftgrün, das passt so wunderbar zur Golfmütze. Mein Gott, ich bin ja. Übrigens, was ich großartig finde, es sieht so ein bisschen aus, als ob der Typ im Hintergrund masturbiert, während er da. Ich will jetzt gar nicht weiter. Egal. Okay. Das finde ich nicht großartig, das finde ich eher falsch. Aber gut, eben das seine. Okay, lassen wir das. Jetzt sehen wir so ein bisschen aus wie. An wen erinnert mich das? An niemanden, weil niemand so rumläuft. Make-up ändern. So, Vanilla. Nennt man das wirklich Vanilla, wenn man kein Make-up drauf hat? Oder wie ist das? Oder ist das einfach so die Form von, ja, das ist doch. Das ist die Nude Brilliance von Kerala. Sei meine Elfe. Okay. Lass mich deine Elfe sein. Und sie hat einmal kurz rübergewischt und das ist das Make-up. So verdienen sich Make-up-Artists ihr Geld, habt ihr gesehen? Einmal rüberwischen und 500 Euro. Zack, fertig. Finde ich gut. Okay. Ich habe die Vorbereitung abgeschlossen. Mehr vorbereiten kann ich mich nicht. In diesem Sinne, los geht's. Ladies and Gentlemen, ein Riesenapplaus für Mr. Fabulous, aka der einzigartige MC Fab. Ja. MC Fab ist übrigens der einzige Grund, warum Aliens die Erde immer noch nicht besucht haben. Weil, als sie ihn gesehen haben, haben sie sich wahrscheinlich gedacht, ja, Faxes, wir brauchen die Erde nicht. Welcome und herzlich willkommen in der Fashion Arena. MC Fab weiß, was ihr wollt. Ihr wollt sicher wissen, was das Thema of the Day ist. No problem, MC Fab wird es verraten. Quietschvergnügte gute Laune, ein poppiges Outfit für jede Party. Einfach beautiful. Und wer wird die Challenge für sich entscheiden? Wer wird die Stylistin des Tages? Meine Darling, die gehen davon aus, dass das Spiel nur weibliche Leute spielen. Hallo, ich werde voll diskriminiert. Was ist denn da los? Meine Darlings, unsere Models werden euch um den Verstand bringen. They will blow your minds. Watch out.
Ich bin froh, dass ich solche Leute nicht kenne. Ich bin so froh. Seid ihr bereit? Are you ready? Die Spannung steigt. Alright, also gut. Der Beginner-Contest ist eröffnet. Oha, wir werden sowas von die Bühne rocken. Allein die Brille wird die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Das ist ja voll billig, das Outfit. Wer geht denn so auf eine Party? Außerdem fehlt die Sternbrille. Außerdem hat sie viel zu wenig Geld ausgegeben dafür. Ne? Das ist, so kannst du doch nicht irgendwie angeben. Das funktioniert so nicht. Und das ist Fabiana. Also wer 100 Euro für Schuhe ausgibt, okay, das ist gewagt. Vor allem mag ich ja diese Lokführermütze, ne? Oder was auch immer das ist. Ich habe doch keine Ahnung, Leute. Ich weiß es doch nicht. So, das ist Hannah. Und Hannah hat, die hatte ich auch das Diamant-Shirt genommen. Sie betrügt. Das war meine Idee. Das ist Ideenklau. Okay. Das ist nicht okay. Das sehe ich nicht ein. Das hat Potenzial, ne? Vor allem, ich habe 248... Die Kette kostet mehr als mein gesamtes Outfit. Nee, das nicht. Also, die Jogginghose vor allem, ne? Ich glaube, das ist das Beste daran. Das bringt so ein bisschen so ein Kontrast dahin, ne? Dass das erstmal alles so fein und dann... Also, ich würde sagen, erster Platz. Also, wäre... Ich bin nicht letzter geworden! Eine gelungene Umsetzung des Themas. Feile dein Konzept das nächste Mal noch ein wenig weiter aus und der erste Platz wird dir gehören. Wisst ihr was, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich Dritter werde. Ich habe eigentlich gedacht, es wird Letzter. Aber ja, habe ich ja doch wahrscheinlich ein feines Händchen dafür. In diesem Sinne. Well, well, well. Was für ein Abend. Von Haute Couture bis Prêt-à-Porter. Bei uns gab es alles. Meine liebsten Fashion-Fans, ich wusste, dass euch die Show gefallen wird. I knew you would like it. Die Zeit ist um, time to say goodbye. Denkt immer daran, always remember, mein Herz schlägt für euch alle, ob Fashion Stars oder Sternchen. Ich will sterben. Darf ich aus dem Fenster springen, Leute? Bis zum nächsten Mal, MC Fab is over and out. Ich muss am Rande nochmal erwähnen, dass MC Fab ein ziemlich unvorteilhafter Name ist, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber gut, es ist nicht meine Namenswahl gewesen. Oh, das kann doch nicht wahr sein, hat wohl leider nicht ganz gereicht. Aber wir werden bestimmt eine neue Chance bekommen, aber nicht mehr in diesem Leben. Ich hoffe jedenfalls, dass ich bald wieder mit dir zusammenarbeiten darf. Ich finde nämlich, dass wir ein gutes Team sind. Beim nächsten Mal gewinnen wir bestimmt. Es wird kein nächstes Mal geben. Wirklich nicht. Gute Arbeit, du hast dir wirklich richtig Mühe gegeben. Ja, wenigstens einer erkennt es. Und wie hat dir dein erster Contest gefallen? Oh ja, hätte besser sein können, ne? Aber gut. Aber auch nur, weil die eine betrügt, ne? Die hat meine Idee geklaut mit dem Diamant-Shirt. Man konnte richtig sehen, dass du alles gegeben hast. Oh, danke. Hör mal auf, mir Honig ums Maul zu schmieren. Ja, hier in der Fashion Arena kann man viel über die verschiedenen Modestile lernen, also lass dich nicht entmutigen. In der Vollversion gibt es noch mehr zu entdecken. Du leitest eine Boutique und kannst tolle Outfits für Kunden erstellen. Und pst, wenn du gerne Fotos schießt, dann wirst du am AR-Modus sicher deine helle Freude haben. Ich glaube nicht, nein. Oh, nicht zu vergessen, es gibt das Fashion Viertel, wo du die Boutiquen anderer Spieler besuchen kannst. Tja, was noch? Ach ja, jetzt Style-Check. Da kannst du dein... Och, bitte hört auf. Nein, klingt nicht gut. Bitte hör... Nein. Oh, die Demo-Version endet. Danke, ich bin erlöst. in diesem Sinne, das war's mit der ersten Folge von eShopHawk. Ich habe mir einen, wirklich in diesem Sinne, einen roh geschliffenen Diamanten ausgesucht. Ein Spiel, welches nicht existieren sollte. Aber gut, es gibt wahrscheinlich seine Zielgruppe dafür, sonst würde es nicht einen zweiten Teil dafür geben. Das war's. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ihr könnt ja auch mal sagen, was ihr von dem Format haltet, ob ihr das ganz interessant findet. Das hat jetzt nicht mit dem Spiel zu tun. Ich weiß, das ist, ja. Es ist... Wie könnte man dieses Spiel mit einem Wort beschreiben? Extravagant. Ja, das würde Günther sagen. In diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.